Also, ich bin Charlie McLeod. Ich komme aus Liverpool, bin da aber abgehauen, weil es mich nur noch angekotzt hat. Wer in Liverpool schon mal war, der weiß auch warum. Jetzt lebe ich in Amerika. Da habe ich mich jetzt ein bisschen so für Friedenszeug so ein bisschen eingesetzt. Ja, habe ein paar nette Leute kennengelernt. Also ich bin der Sam, komme aus Liverpool, ich bin ganz normaler Fabrikarbeiter, wie mein Vater zuvor und meine Großeltern davor. Abends gehe ich immer ins Pub mit meinen Kollegen, einen saufen. Am Wochenende gehe ich auch immer saufen. Es war sehr gut zu mir, aber wir haben uns getrennt, aber ja, ich habe jetzt zwei und nicht nur eine, und das ist schon immer besser, oder? Zwei, nicht nur eine. Zwei sind immer besser als eine. Auch wenn Charlie einerseits immer besser war als die beiden. Aber zwei sind immer besser als eine. Erstmal, mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin wie ihr ein Bürger dieser Welt und ich fühle mich unterdrückt. Irgendwas funktioniert hier nicht mehr. Es gibt Krieg, überall Krieg. Kein Land ist in keinem Krieg. Das macht mich krank. Hallo, ich bin Richie. Ich komme aus einer reichen Familie. Meine Eltern haben sehr hohe Erwartungen an mich. Mein Vater will, dass ich später mal seine Firma übernehme. Wahrscheinlich muss ich mich auch zum Wehrdienst melden, aber Lust darauf habe ich jetzt nicht so. Ja. Und meine Mutter hat jetzt schon Heiratspläne für mich. Richie, also jetzt hier aus Amerika, das anders eben. Also bei Richie habe ich es irgendwie so direkt gemerkt. Der ist zwar immer noch so ein bisschen so von seiner Mutter immer so, ja, eingenommen, aber ich denke, wenn er ein bisschen mit mir zusammen ist, wird es besser. Sie hat mich ganz schön durcheinander gebracht, als ich sie das erste Mal getroffen habe. Nette Schwiegereltern eher nicht, weil ich finde, die sind fast noch übler als meine Eltern. Jetzt pisst es mich nur noch an. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can say that can't be sung.